أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kannst du im Internet gucken wegen dem Ton? Barakallahu fik. So, nach einer Pause machen wir nun weiter, inshallah ta'ala, mit dem Koranlesen. Wir haben angefangen mit Surat al-Fatiha, deswegen bitte hier alle, die lesen wollen, also lernen, lesen wollen, Al-Quran aufmachen und online, beziehungsweise wenn man sich die Aufnahme anschaut, auch bitte immer im Koran reinschauen. Auch wenn du das vielleicht jetzt schon auswendig kannst, weil du es gelernt hast, Surat al-Fatiha, aber das Lesen üben, immer bitte mit dem Auge reinschauen. So, Surat al-Fatiha, wir haben die Basmala. Also, ich lese vor, ihr lest nach. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Also, das schreibe ich mal oben drüber, weil das nicht im Mushaf steht. Also, hier seht ihr, A'udhu, hier das Wow. Wir haben ja die Verlängerungsbuchstaben genommen, oder nicht? Haben wir das gemacht letztes? Die Verlängerungsbuchstaben. Also, mit Dhamma verlängert man, oder ein Buchstaben mit Dhamma wird mit Wow verlängert. A'udhu billahi minash shaytani rajim. Und wenn wir enden, haben wir gesagt, lassen wir die Vokalisation weg, als ob ein Sukun drauf ist, so ein Kringel wie hier. Also, a'udhu billahi minash shaytani rajim. Bitte schön. Lauter. Bismillahir Rahmanir Rahim. Also, Bismillahir Rahmanir Rahim. Und wir haben gesagt, hier sagen wir Ar-Rahmani, obwohl hier kein langes Alif steht, aber im Mushaf, im Koran, seht ihr dieses kleine Alif. Ja? Dann haben wir gesagt, wir waren schon bei Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Also, Alhamdulillahi Rabbi. Na, Alamin, dieses hier. Genau, wieder mit diesem kleinen Alif. Also, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bitte schön. Die nächste Ayah war
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم Dann haben wir die nächste Ayah. Maliki Yawmi Yawmi. Bitte hier nicht Yom. Yaw Yawmi. Maliki Yawmi Din. Und auch ein wichtiger Aspekt, Maliki Yawmi, nicht Me. Einige sagen Yawmid, Yawmiddin. Welches Meme? Ah, genau. Also nicht mit dem langen, ne? So meinst du? Genau, Barakallahu fik. Das muss man immer beachten, immer so schreiben, wie es im Mushaf ist. Auch wenn jetzt die moderne Orthographie, also Rechtschreibung anders ist, in Zeitungsartikeln und Büchern. Wir schreiben aber Koran, also muss es so geschrieben werden, wie im Mushaf. Also, Maliki Yawmi, Yawmiddin. Bitte schön. Okay. Bevor wir nun weitermachen, das war bis hierhin, denke ich, sind wir letztes Mal gekommen. Bevor wir nun weitermachen, eine weitere theoretische Sache, erst einmal, was wir lernen. Letztens hatten wir ja die Verlängerungsbuchstaben gelernt und diesmal lernen wir etwas sehr Wichtiges, und zwar die Buchstaben, die nach dem Artikel stehen und je nachdem dann, ob dieser Artikel mit Lärm ausgesprochen wird oder nicht. Das heißt, das Thema sind die Sonnen- und Mondbuchstaben. Kannst du mal bitte... Also die Sonnen- und Mondbuchstaben. Wir machen mal das Alphabet. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Ha, Dal, Dal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Bad, Ta, Va, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Waw, Ya. So, diese Buchstaben, das ist das Alphabet. Und jetzt geht es um die Frage, wenn ich einen Artikel habe, das kommt sehr oft vor im Koran, wie bei Ar-Rahman oder Al-Hamdu, ja, Ad-Din. Der Artikel ist ja Alif und Lam. Alif und Lam, das ist der Artikel. Und danach kommt ein Buchstabe, ja, irgendein Buchstabe. Und da ist die Frage nun, was passiert mit diesem Artikel? Es gibt zwei Möglichkeiten. Manchmal spreche ich den Artikel aus, indem ich sage L, das heißt sowohl Alif, als auch Lam wird ausgesprochen. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, der Artikel steht immer noch so, also die Änderung ist nicht in der Schreibweise, sondern nur in der Aussprache. Aber ich spreche das Lam nicht aus. Je nachdem, also was ist, wovon hängt das ab? Vom Buchstaben, der genau nach diesem Artikel steht. Und deswegen ist es wichtig, dass man diese Buchstaben kennt. Man nennt sie Sonnen- und Mondbuchstaben, weil
eben das Wort Sonne im Arabischen und das Wort Mond im Arabischen Beispiele dafür sind, wie man damit umgeht. Was heißt Sonne auf Arabisch? Genau. Machen wir das mal hier. So. Wenn wir das lesen, dann sagen wir Eschemsu. Eschemsu. Ich habe nicht gesagt El-Shemsu. Ich habe was gesagt? Eschemsu. Also ich habe diesen Buchstaben ausgesprochen, Elif, und bin dann sofort auf dieses Shin. Ich habe das Lam übersprungen. Ich habe es nicht aufgesagt. Eschemsu. Okay? Im Gegensatz, ich schreibe es mal hier, zum Wort Mond. Al-Qamaru. Al-Qamaru. Hier hört man El. Also ich habe das Elif ausgesprochen und das Lam ausgesprochen. Al-Qamaru. Warum? Weil Qaf ein Mondbuchstabe ist. Und Shin ist ein Sonnenbuchstabe. Was ihr hier merkt ist, auf dem Lam ist ein Sukun. Auf diesem Lam ist kein Sukun. Hier steht kein Sukun. Nächster Unterschied. Über dem ersten Buchstaben nach dem Artikel ist eine Shadda. Also diese doppelte Aussprache des Buchstabens. Eschemsu. Ich sage nicht Eschemsu. Eschemsu. Sondern Eschemsu. Und das ist die Regel. So kannst du das erkennen. Wenn nach dem Artikel der Buchstabe danach eine Shadda hat, dann handelt es sich um einen Sonnenbuchstabe. Also nicht Lam aussprechen. Eschemsu. Wenn der Buchstabe nach dem Artikel keine Shadda hat, dann ist es also ein Mondbuchstabe. Also muss ich Lam aussprechen. Und wie merke ich das auch? Zweites Merkmal, auf dem Lam ist ein Sukun. Okay, das sind zwei Sachen, ja? Alles klar. Also der Unterschied zwischen Sonnen- und Mondbuchstaben ist, wenn ich ein Wort mit Artikel habe, dann muss ich darauf achten, auf den ersten Buchstaben nach dem Artikel. Das ist mein Hinweis, ob es ein Mond- oder ein Sonnenbuchstabe ist. Wenn der erste Buchstabe nach dem Artikel keine Shadda hat, dann handelt es sich also um einen Mondbuchstaben, also muss Lam ausgesprochen werden. Keine Shadda, sprich Lam aus. Das merkst du auch, weil über dem Lam ein Sukun ist, also wird es ausgesprochen. Bei einem Sonnenbuchstaben, dann sehe ich, nach dem Artikel der erste Buchstabe, wenn er eine Shadda hat, also Lam nicht aussprechen. Und deswegen siehst du auch über dem Lam kein Sukun. Ist das Merkmal klar? Okay. Das ist die, ja, sagen wir mal, die, der erste Schritt, um das zu unterscheiden. Also ganz kurz, wenn Buchstabe Shadda hat, wird Lam ausgesprochen oder nicht? Nein. Und wenn der erste Buchstabe keine Shadda hat, wird Lam ausgesprochen oder nicht? Ja. Das ist so die erste Möglichkeit. Aber lernt trotzdem die Sonnen- und Mondbuchstaben. Warum? Weil ihr wollt ja nicht nur Koran lesen, vielleicht wollt ihr auch mal Ahadith lesen, ja? Und da ist nicht immer diese Shadda zu sehen, also müsst ihr wissen, okay, das ist ein Sonnenbuchstabe oder nicht, ja? Ja, Sonnenbuchstaben bleiben immer Sonnenbuchstaben, Mondbuchstaben bleiben immer Mondbuchstaben. Shin hat immer eine Shadda nach einem Artikel. Genau. Qaf hat nie eine Shadda nach dem Artikel.
Okay? So, was sind die Sonnen- und Mondbuchstaben? Das sind auch relativ, das ist auch relativ einfach. Und zwar die Regel, ja? Die ersten wie viel? 15? Nein. Also. Rot umkreist ist Sonnenbuchstabe. So. Die Formel lautet, die Aufstellung ist 2, 10, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 10, 2. Die 10 kann man sich leicht merken, die fangen bei Dal an. Das sind die Sonnenbuchstaben. Dal, Dal, Ra, Sei, Sin, Shin, Sad, Ba, Ba, Ba. Am Stück, diese 10 ab Dal, sind Sonnenbuchstaben. Das heißt, sage ich El-Din oder sage ich Ed-Din? Ed-Din. Sage ich El-Wikr oder Ed-Wikr? Nicht Sie. Zunge raus. Genau. Nicht Ed-Wikr, Ed-Wikr. Genau. Sage ich El-Rasul oder Ar-Rasul? Ar-Rasul. Sage ich El-Zarafe? Giraffe, ja. Oder Ez-Zarafe? Ez-Zarafe. Sage ich Ez-Sukkar oder El-Sukkar? Ez-Sukkar. Sage ich El- Shaitan oder Es-Shaitan? Es-Shaitan. Und so weiter. Habt ihr das Prinzip verstanden? So, sage ich Es-Jannah oder El-Jannah? El-Jannah. Das ist ein Mondbuchstabe. Also, Lam muss ausgesprochen werden. Sage ich El-Hisab oder Ah-Hisab? Al-Hisab. Sag ich Al-Ain oder A-Ain? Ja? Al-Ain. Sag ich Al-Faruq oder F-Faruq? Al-Faruq. Habt ihr das verstanden? Also die Sonnenbuchstaben, das war nochmal 2, 10, 2. Die ersten zwei, Ta-Tha. Die letzten zwei, Lam und Nun, genau. Alles andere, die 10, Abdal. Ja? So, was sind die Sonnenbuchstaben? 2, 10, 2. Sie sagt Lauchel, ja? Abdal? Vel. Nein. Ab wann 10? Ab Dal 10. Also, zähl mal auf. Dal, Dal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Bad, Ta, Va. Lam und Nun. So, jetzt fehlen noch zwei. Die ersten zwei hast du nicht erwähnt. Die ersten zwei nebeneinander sind die. Tatha. Okay, nächster, wer sagt, was sind die Mondbuchstaben? Ja? Sehr schön, der Rest. Alif. Alif, Ba. Jim, Ha, Ha. Ein, Rein, Fa, Qaf. Kaf, Mim, Ha, Wawiya. Sehr schön.
Okay, mashallah. Also merkt euch, ganz einfach, 2, 10, 2, das sind die Sonnenbuchstaben, okay? Wer das noch nicht so kann, okay, dann gibt es eben die andere Lösung mit, na, wo ist es? Das sehen wir hier. Mit der Shadda, beziehungsweise wenn ein Buchstabe kein Shadda hat. Jetzt wollen wir wissen, in diesen Ayat, die hier stehen, wo sind bitteschön Sonnen und wo sind Mondbuchstaben? Wer fängt an? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ja? Shin ist was? Sonnenbuchstaben. Mach ich mal mit Rot, ja? Das heißt, wie spreche ich das aus? Ohne Min und nur das Wort. Ash-Shaytan. Also ich sage nicht El-Shaytan, sondern Ash-Shaytan. Okay? Ja? Ar-Rajim. Was ist das? Sonne. Warum? Weil auf dem Ra ein Shadda ist. Okay? Also, wie spreche ich es aus? Ar-Rajim. Ich sage nicht El-Rajim. Ja? Sehr schön. Was ist mit Billah? Sonne, Mond? Sterne gibt es nicht. Sonne? Lam. War Sonne oder Mondbuchstabe? Das ist ein Artikel. Alif, Lam, das ist ein Artikel. Und nach dem Artikel kommt Lam. Lam ist Sonne oder Mond? Sonne. Warum? Wie merkst du das? Sehr schön. Du kennst die Buchstaben, die letzten beiden. 2, 10, 2. Die letzten zwei war ja Lam und Nun. Genau. Und es ist eine Shadda auf dem Lam. Hier. Bismillahirrahmanirrahim. Mond oder Sonne? Ja, ich meine, wo steht Mond oder Sonnenbuchstabe? Ja? Ja? Bei Allah haben wir wieder das gleiche wie hier. Ar-Rahman, das gleiche wie da. Hier. Ra ist ein Sonnenbuchstabe. Also ich sage Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ich sage nicht El-Rahman. Ja? Ar-Rahim. Sehr schön. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das H ist ein Mondbuchstabe. Warum? Sehr schön. Schaut mal bitte in den Mushaf rein, in den Koran rein. Alhamdu. Das Alif und Lam dort. Was ist auf dem Lam? Ja. Ein Sukun. Also ihr seht, da steht hier ein Sukun. Und das ist ein Merkmal für euch. Warum haben die das so gemacht? Damit du weißt, aha, ich muss Lam aussprechen. Wenn da kein Sukun ist, wie hier, ihr seht zum Beispiel, bei Bismillahirrahmanirrahim, wenn ihr im Mushaf schaut, Bismillahi und dann bei Ar-Rahman, ist auf dem Artikel da, dieses Lam, ist dann Sukun oder nicht? Kein Sukun. Also, Lam wird nicht ausgesprochen. Okay? Also, Ha ist was? Ja? Mondbuchstabe. Warum? Genau, weil auf dem Lam ein Sukun ist und auf dem H ist keine Shadda. Also, das ist ein Mond. Machen wir mal grün. Ich habe keinen anderen Stift, deswegen. So, weiter. Lillahi, das lassen wir mal so. Ja? Al-Alamin. Ein Mond oder Sonne? Mond. Warum? Genau, warum wird das Lam ausgesprochen? Weil es was? Genau, guckt mal im Mushaf rein. Al-Alamin, Al. Auf dem Lam ist ein Sukun. Also heißt das, das wird ausgesprochen. Und was ist nicht auf dem A? Eine Shadda. Ja? Es ist nicht eine Shadda, weil es ein Mondbuchstabe ist. Okay? Ist das klar? So einfach ist das. Jetzt gibt es eine weitere Sache, die zu berücksichtigen ist. Wir haben jetzt über die Mond- und Sonnenbuchstaben geredet.
wenn wir mit einem Wort anfangen, der ein Artikel hat. Was ist aber, wenn vorher ein Wort ist und ich möchte es verbinden mit einem Wort, das ein Artikel hat? Also, zum Beispiel, hier seht ihr Rabbi und dann Al-Alami. Jetzt möchte ich aber nicht so lesen, Rabbi Al-Alamin, sondern ich möchte verbinden. Was mache ich dann? Dann gilt die Regel, wenn du ein Artikel hast und du möchtest dieses Wort, das ein Artikel hat, mit dem vorherigen Wort verbinden, dann fliegt das Alif raus aus der Aussprache. Geschrieben wird es immer noch, aber du sprichst das Alif nicht raus. Also, ich sage nicht Rabbi El Alamin, sondern du gehst vom letzten Buchstaben hier, des vorherigen Wortes, zum nächsten Buchstaben, der ausgesprochen wird. Alif sprichst du nicht aus. Was ist denn bitte schön hier der nächste Buchstabe, der ausgesprochen wird? Ja? Das? Das A, meinst du? Aber vor A ist doch noch was. Ja? Das Lam. Das Lam wird doch auch ausgesprochen. Da ist ein Sukun, also sollst du Lam aussprechen. Also sagst du Rabbil Alami. Rabbil Alami. Du sagst nicht Rabbi El Alami, sondern du sagst Rabbil Alami. Schauen wir uns jetzt an, was ist, wenn es ein Sonnenbuchstabe ist. Das hier ist ein Sonnenbuchstabe. Woher weiß ich das? Ja? Hat eine Shadda? Also wird Lam nicht ausgesprochen. Also wenn ich nur das Wort aussprechen möchte, dann sage ich, wie? Ja? Ad-Din. Ad-Din. Von Alif sofort auf Dal. Jetzt möchte ich aber nicht nur dieses Wort aussprechen, sondern es verbinden mit dem vorherigen Wort. Yaumi plus Ad-Din. Wie mache ich das jetzt? Ja? Alif fällt weg, haben wir gesagt. Das ist die Regel. Immer wenn du einen Artikel hast und du möchtest ihn mit dem vorherigen verbinden, Alif fliegt weg. So, und was spreche ich jetzt aus? Dal. Warum? Warum soll ich jetzt von Mi auf Dal? Sehr schön, weil es ein Sonnenbuchstabe ist. Lam wird ja sowieso nicht gesprochen. Das Lam wird sowieso nicht gesprochen. Warum? Ja, weil Dal ein Sonnenbuchstabe ist, hat doch eine Shadda hier. Also wird Lam nicht ausgesprochen. Und das Alif wird auch nicht ausgesprochen. Warum? Ja, weil ich es ja verbinden möchte. Also heißt es Yaumiddin. Okay? Yaumiddin. Ist das klar? Okay. Jetzt brauche ich ein Beispiel. Aber da gibt es noch ein paar Sachen, die wir noch besprechen müssen, inshallah. Also, wenn ich ein Artikel habe und ich verbinde es mit dem vorherigen Wort, dann fliegt Alif in allen Fällen raus. Es wird nicht ausgesprochen. Aber es bleibt die Frage, spreche ich Lam jetzt aus oder spreche ich es nicht aus? Das hängt davon ab, ob ich einen Mond oder einen Sonnenbuchstabe habe. Ist das klar? Hat jemand eine Frage dazu? Ist für irgendjemand nicht klar? Okay. Dann geht es weiter. Was ist die nächste Aya? Alaykum salam. Iyaka na'budu. وإياك
Nesta'in. So, da ist jetzt kein Artikel, aber trotzdem, ich lese wieder vor. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bitte. Wenn das nicht so gleichmäßig ist in den Koranschulen, der Koranlehrer, der hat immer so eine lange, wenn da einer nicht so im Takt ist, aber keine Angst, hier, ich habe nichts, ja? Auch hier, auch im Internet, ja? Ich habe nur Stifte. So, wichtig bei dieser Ayah, liebe Geschwister, es gibt eine Fehlerquelle und zwar das Wort Iyaka. Einige lesen es falsch und sagen Iyaka, Iyaka. Aber es heißt Iyaka. Auf dem Ya muss man ein bisschen bleiben. Iyaka. Und nicht Iyaka. Denn dadurch hast du einen Buchstaben weggelassen, also ein Teil der Fatiha weggelassen, also hast du die Fatiha nicht gelesen. Also ist dein Gebet ungültig. Ist das klar? Natürlich, wer es nicht wusste, er kann es nicht besser, es ist wieder was anderes. Aber wer das vernachlässigt, weil er einfach nur zu faul ist oder er konzentriert sich nicht, der hat dann ein Problem sogar mit seinem Gebet. Deswegen Iyaka und nicht nur Iyaka. Ja, da ist eine Shadda. Das bedeutet, das Ya ist doppelt. Iyaka. Das gleiche hier. Iyaka. Ja? Also, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Bitte schön. Lauter. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Nasta, nicht ta. Nasta. Ta, sag mal ta. Ta, also nasta. Das? Ta'in, genau. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Genau, ja. Ja. Okay, sehr schön. Ja? Habe ich was vergessen? Okay, sehr schön. Noch was? Hier? Sonst noch was? Okay. Afwan? Ah, bitteschön, entschuldige, ja? Sehr schön. Also, Iyaka. Bei Na'budu, ein ist natürlich ein schwieriger Buchstabe, ja, besonders für die, die noch nicht so Arabisch können. So gut es geht, aber bitte nicht Nabudu. Nabudu. Es ist keine Verlängerung, dass wir sagen Na, sondern Na. Na. Wer das noch nicht gut kann, der soll es übertreiben. Man lernt, die Buchstaben richtig auszusprechen, indem man es übertreibt. Du sollst nicht im Gebet übertreiben. Jetzt, wenn du übst alleine, dann lies Na, Na. So liest du natürlich nicht im Gebet, ja? Aber zum Üben, damit das sitzt. Na, und nicht nur Nabudu, Nabudu. Ja, wo ist es ein? Nabudu, Nabudu. Ja, hier an der Kehle. Nabudu. Ja? Schon wieder doppelt. Tja, Allahu a'lam, warum? Ausschaltet vielleicht, ob es besser wird. Wie ist es jetzt? Immer noch doppelt oder? Immer noch? Allahu a'lam, dann ist es wohl irgendwas anderes. Rede schon. Gut, auf jeden Fall. Na'budu, da muss man bei dem Ein aufpassen. Wa iyyaka
Nasta'in. Hier haben wir wieder ein Verlängerungsbuchstaben. Ein, ja, dieses Jahr wird oder dieses Jahr verlängert diese Kasra, ja, also dieses I von Ein. Ein, Nasta'in. Ja. Okay. Wie ist es immer noch? Ja, Allahu a'lam. Subhanallah, warum? Okay, nächste Ayah. Nächste Ayah. Genau. Machen wir es mal hier. Obwohl es eigentlich egal. Also, ihdina. Schnell geschrieben wird. So, diese Ayah hat es in sich, da gibt es einige Sachen. Also ich lese erstmal und ihr lest nach. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Sehr schön. Also diese Ayah, da gibt es mehrere Aspekte, die zu beachten sind. Erst einmal, woher will ich denn wissen, wie ich hier anfange? Hier sehe ich keine Fatha, also weder Strich oben, keine Dhamma, dieser Kringel ist auch nicht da, keine Kasra, Strich unten, da ist ja gar nichts. Woher will ich das wissen? Genau. Sehr schön. Hierzu gibt es eine Regel. Die müsst ihr aber jetzt nicht wissen. Sondern ihr hört euch an, weil ihr seid in einem Stadium, ihr müsst hören und nachlesen. Ihr seid noch nicht im Stadium, macht Buch auf und fang an zu lesen. Okay? Und deswegen erwähne ich die Regel gar nicht. Sondern höre und lese nach. Hier gibt es eine Regel, aber die brauchst du jetzt noch nicht wissen. Hier, dieses Wort heißt Ihdina. Punkt. Okay? Sehr schön. Aber was du jetzt lernen sollst, ist Folgendes. Diese beiden Wörter, Ihdina und As-Sirata, erst einmal das Saad, Sonne oder Mond? Ja? Warum? Genau, also Saad hat eine Shadda, also Sonne. Bedeutet also, Lärm wird nicht ausgesprochen. Wie spreche ich es also aus, wenn ich nur das Wort sagen möchte? As-sirata. Das heißt von Alif sofort auf Sad. As-sirata. Ich sage nicht Al-sirata. Lam nicht aussprechen. Okay. Aber jetzt will ich es ja mit dem vorherigen Wort verbinden. Hier habe ich aber ein klitzekleines Problem. Warum? Dieses Wort endet mit einer Verlängerung. Ihdina, das ist ein Alif, das verlängert dieses Nun. Ich sage ja nicht Ihdina, sondern Ihdina, wenn ich hier stehen bleibe. Das heißt, Alif ist ein Verlängerungsbuchstabe. Jetzt die nächste Regel für heute. Wenn ein Verlängerungsbuchstabe vor einem Artikel kommt, fliegt er auch raus. Ist das klar? Was haben wir denn vorhin gesagt? Wenn ich ein Wort mit Artikel habe und ich möchte vorher das Wort verbinden, was fliegt weg? Alif. Also Alif fliegt schon mal weg. Warum? Ja, weil beim Artikel die Regel lautet,
wenn du das Wort, das ein Artikel hat, mit dem vorherigen Wort verbindest, Alif weg vom Artikel. Nächste Regel. Dieses Wort da vorher, wenn das einen Verlängerungsbuchstabe hat, dann wird der Buchstabe nicht verlängert. Dieses Alif fliegt weg. So, jetzt die Frage, Lam, wird es ausgesprochen oder nicht? Ja? Warum nicht? Genau, der Buchstabe danach ist ein Sonnenbuchstabe. Also wird Lam nicht ausgesprochen. Ja, wie lese ich denn das? Genau, von diesem Nun hier auf das Saad. Ihdinas Sirata. Nicht, dass jemand liest, Ihdinas Sirata. Das ist falsch. Ihdinas Sirata. Also drei Buchstaben fliegen hier raus. Ich schreibe sie immer noch in der Schrift, also im Schreiben, bleiben die. Nur in der Aussprache werden sie nicht ausgesprochen. Das Lam spreche ich nicht aus, weil Saad ein Sonnenbuchstabe ist. Weg damit. Das Alif spreche ich nicht aus, weil ich es mit dem vorherigen Wort verbinden möchte. Weg damit. Das Alif hier spreche ich nicht aus. Warum? Weil das der letzte Buchstabe ist, aber es ist ein Verlängerungsbuchstabe. Also muss er weg, weil ein Verlängerungsbuchstabe vor Artikel wird nicht ausgesprochen. Ja? Aber nicht nur wegen Shadda. Also diese Verlängerung ist nicht weg wegen der Shadda. Es ist weg wegen diesem Alif hier. Ja, wegen diesem Artikel. Okay? So. Also sage ich Ihdinas Sirata. So, wie verbinde ich As-Sirata und Al-Mustaqim? Nicht nur sagen wie, sondern auch warum. Die Herleitung bitte. Ja, bitte. Al-Mustaqim, da ist ein Meme, also Mondbuchstabe. Bedeutet? Lam spricht man aus. So, weiter. Ja, was hast du jetzt getan? Ja, aber was hast du noch getan? Du, also von Ta soll ich auf Lam. Warum? Ja, was mit dem Alif? Verschwindet. Warum? Ja? Genau. Weil der Artikel, wenn ich ihn verbinde mit dem vorherigen, haben wir gesagt, fliegt Alif weg. Also, Siratal Mustaqim. Also die ganze Aya. Ihdinas Siratal Mustaqim. Und nach Ta ist hier ein Ja, also nach Qi, das ist eine Verlängerung. Al-Mustaqim. Gibt es eine Frage bezüglich des Vortrags heute? Sonnen- und Mondbuchstabe, ist alles klar? Kannst du nochmal aufzählen, Sonnenbuchstabe? Ha? Oder du warst schon hier. Die Sonnenbuchstaben? 2, 10, 2, also? Die ersten zwei sind? Ta und Fa. Und dann 10? Dal, Wal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Bad, Ta, Wa. Und jetzt nochmal 2. Lam und Nun. Sehr schön, mashallah. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Die Hausaufgabe war Fatiha abschreiben. Wer es hat, der zeigt es mir nachher. Ja? Und auch die online sind, üben. Wer es noch nicht gemacht hat, der soll es nochmal machen.
Der soll es machen. Und wer es bereits gemacht hat, nächste Hausaufgabe, Surat Qul Huwallahu Ahad, also die Ikhlas, abschreiben. Ja? Abschreiben, wie gesagt, ist die beste Übung, damit man die Buchstaben lernt. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, das kann so stehen. Ja.